Also, jetzt kommt der Talk mit Peter Schaar zum Thema Bundesdatenschutz. Ich denke mal, ihr alle kennt ihn, unseren ehemaligen Bundesdatenschutzbeauftragten. Und der wird uns jetzt ein bisschen was darüber erzählen, wie das alles so gelaufen ist. Ja, vielen Dank. Ja, ich freue mich natürlich riesig. Ich freue mich natürlich riesig, dass ich hier sprechen darf. Das ist ja, glaube ich, so ungefähr das größte Publikum, das ich jemals hatte. Und ich habe sogar das Gefühl, dass da ein gewisses Interesse da ist. Ich hätte mich gefreut, wenn auch während meiner Amtszeit diejenigen, denen ich da meinen Rat erteilt habe oder versuchte, meinen Rat zu erteilen, immer interessiert gewesen sind. Ich hatte nicht immer den Eindruck, insbesondere in dem letzten halben Jahr war irgendwo die Leitung unterbrochen, als es ja darum ging, das, was wir so allmählich gelernt haben, was Nachrichtendienste so tun, ein Stück besser einzuschätzen. Da gab es Leute, die sagten, das ist ja heute, ist ja hier auch schon zur Rede gekommen, was für eine Affäre, da ist keine Affäre und wenn da eine war, dann ist die beendet. Andere sagten, alle Vorwürfe sind vom Tisch. Es gibt keine massenweise Ausspähung von Deutschen auf deutschem Boden. Das waren alles sehr interessante Äußerungen und dann passierte etwas, was irgendwo mit der Mobiltelefonie zu tun hatte. Ein Mobiltelefon ist dann doch abgehört worden, sodass zumindest eine Aussage nicht mehr stimmte, nämlich dass sich diejenigen, die so etwas machen, an deutsches Recht halten. Und als das rauskam, musste man natürlich auch fragen, waren denn die anderen Aussagen alle richtig, obwohl man es ja schriftlich hatte. Ja, als ich hier eingeladen wurde, hat mich Constanze Kurz gefragt, ob ich denn bereit wäre, über die letzten 10 Jahre als Datenschutzbeauftragter was zu erzählen. Da habe ich gesagt, das ist so langweilig wie eingeschlafene Füße. Ich erzähle eigentlich lieber etwas über sozusagen das Rollenverständnis von amtlichen Datenschützern und über das, was sie vielleicht können und was sie nicht können. Ich bin da ja jetzt frei. Ich gehöre ja jetzt wieder zur Zivilgesellschaft seit dem 17. Dezember. Und insofern kann ich natürlich jetzt über die amtlichen Datenschützer herziehen. Was ich aber natürlich nicht machen werde. Also, wir wollen über amtliche Datenschützer sprechen. Ich weiß gar nicht, wie ist dieses Bild eigentlich dort in meine Präsentation gelangt. Ich kann das gar nicht verstehen. Also, mein Verständnis war das nicht mit den Stempeln. Also als amtliche Datenschützer ging es uns eigentlich nicht darum, irgendwas auf irgendwelches Papier zu stempeln, aber irgendwie ist das Image der Datenschützer manchmal ein bisschen bürokratisch. Und bürokratisch ist ja nicht das, was man sein will. Und deshalb habe ich auch noch mal ein anderes Bild geholt. Das ist ein Papiertiger. Das hat mir viel besser gefallen, dieses Bild, weil es einfach viel netter. Andererseits entspricht das nicht so ganz meinem Verständnis auch. Also so ein Papiertiger, der hat ja eines nicht, er hat keine Zähne. Und er kann auch eigentlich nicht so richtig jemandem wehtun. Mit den Krallen, man sieht das hier so auch, ist es auch nicht weit her. Also insofern habe ich mir überlegt, das ist vielleicht doch nicht ganz das richtige Bild. Ja, Überwachung, Kontrolleure, vielleicht sind wir Kontrolleure, aber diese Form von Kontrolle ist es eigentlich auch nicht, die wir alle mögen. Aber damit haben wir uns zumindest auseinanderzusetzen und jetzt komme ich sozusagen zu einem Bild, wo ich mich dann wirklich identifiziere.
Ja, also man sieht, ich habe jetzt auch mich entsprechend schon gekleidet, um dem ein bisschen ähnlicher zu sehen. So richtig gelungen ist mir nicht. Meine Frau sagte mir, als ich ihr das gezeigt habe, die Krallen sieht man da aber auch nicht. Da habe ich gesagt, die sind unter Wasser. Ne? Aber immerhin ist es kein Papiertiger, der würde gegebenenfalls nach einer gewissen Zeit auch untergehen. Ja, was sind wir denn eigentlich als Datenschützer? Wenn wir keine Bürokraten sein wollen und auch keine Papiertiger, sind wir denn wirklich die Kontrolleure, die alles schützen? Vielleicht noch mal so ein Stückchen zurück. Warum überhaupt Datenschutz? Wozu braucht man denn diese eigenartigen Institutionen, die sich mit diesem Thema beschäftigen? Da will ich so ein bisschen weiter zurückgehen. Dieses Symbol da oben links, das kennen die einen oder anderen, das ist das Symbol der Vereinten Nationen. Und die Vereinten Nationen haben in diesem Jahr die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet. Diese Allgemeine Erklärung der Menschenrechte sagt, dass das Privatleben geschützt werden soll. Und zwar vor Eingriffen oder Beeinträchtigungen. Das Thema Datenschutz war damals nicht im Vordergrund, das ist klar. Weil IT in unserem Sinne, Datenverarbeitung, alltägliche Datenverarbeitung gar, mit der wir uns ja heute auseinanderzusetzen haben, das war ja damals noch gar nicht überhaupt vorgedacht. Die ersten Computer gab es zwar schon, aber sie waren, was die Verarbeitungskapazitäten anbelangt, ja geradezu lächerlich gegenüber dem, was wir heute jeden Tag verwenden. 1966 wurde auf Ebene der Vereinten Nationen eine weitere Rechtsgrundlage geschaffen, auf die wir uns als Datenschützer, und ich finde wir alle, nicht nur die Datenschützer, sondern alle, die sich mit Informationstechnik, alle, die sich mit Grundrechten beschäftigen, berufen können. Das ist der internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte. Man sagt, das ist der internationale oder UN-Zivilrechtspakt. Und dieser Zivilrechtspakt hat einen interessanten Artikel 17, der im Prinzip noch mal ein bisschen konkreter das sagt, was auch schon in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ausgeführt wird, dass nämlich niemand willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in sein Privatleben, in seine Familie oder Wohnung ausgesetzt sein darf. Und dass jeder den Anspruch hat auf rechtlichen Schutz. Datenschutz ist ein Menschenrecht. Das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir uns fragen, worum geht es eigentlich? Es geht nicht um irgendeine bürokratische Norm, die uns aufoktroyiert wird oder die Unternehmen davon abhalten wollen, gute Geschäfte zu machen oder die Regierungen für Sicherheit zu sorgen. Nein, es geht um ein zentrales Recht. Ein Recht, das unveräußerlich ist, das international gilt. Übrigens sehr interessant. Vielleicht hat das der eine oder andere ja mitbekommen in diesem Monat. Am 18. Dezember hat die Vollversammlung der Vereinten Nationen eine Entschließung angenommen zum Thema Überwachung. Die wurde vorgeschlagen von der brasilianischen und der deutschen Regierung. Damals sozusagen die Entwurfsfassung war noch etwas schärfer. Was dann angenommen wurde, ist dann etwas weniger scharf. Aber ich finde es erstmal ganz gut, dass man sich daran erinnert, dass Datenschutz, der Schutz vor Überwachung, nicht nur durch nationales Recht garantiert werden muss und kann, sondern dass es sich um ein internationales Recht handelt. Denn erinnern wir uns an die Rechtfertigungsversuche, zum Beispiel der US-Administration, als es darum ging, die Rechtmäßigkeit der Praktiken der NSA zu rechtfertigen. Präsident Obama hat gesagt, in seiner ersten Reaktion, seiner ersten öffentlichen Reaktion, man solle nicht beunruhigt sein in den Vereinigten Staaten, denn im Wesentlichen würden ja nur die Ausländer überwacht. Diejenigen, die nicht sich ständig in den Vereinigten Staaten aufhalten.
Dass schon diese Aussage selbst nicht richtig war, wissen wir jetzt. Denn auch in großem Umfang wurden Metadaten der Telekommunikation, auch aus dem E-Mail-Verkehr, von der NSA abgeschöpft, und zwar auch die inneramerikanische E-Mail-Kommunikation. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass der Hinweis der amerikanischen Behörden, man halte sich ja an das eigene Recht, uns überhaupt nicht beruhigen kann, denn wir sind durch dieses amerikanische Recht nicht geschützt. Wenn wir im Internet unterwegs sind, wenn wir Dienste nutzen, bei denen die Daten auf Servern in den Vereinigten Staaten oder sonst wo auf der Welt gespeichert sind, dann schützt uns das amerikanische Recht nicht. Selbst wenn die Daten in Deutschland gespeichert werden, schützt uns das amerikanische Recht nicht vor Ausspähung. Vielleicht das deutsche Recht. Wie effektiv das ist, darüber kann man diskutieren. Aber ich finde es wichtig in dem Zusammenhang, dass wir ein gemeinsames Verständnis in dieser Welt wiedergewinnen, dass man Rechte, Menschenrechte nicht territorial begrenzen darf, dass man sie nur Inländern vorbehält, den eigenen Staatsbürgern, sondern dass das Menschenrecht eben ein Menschenrecht ist, das unteilbar ist, das universal ist und das universal auch durchgesetzt werden muss. 1981 haben wir die erste verbindliche Regelung zum Datenschutz bekommen auf internationaler Ebene. Es war der Europarat, der eine Konvention zum Datenschutz verabschiedet hatte. Diese Europarechtskonvention wurde am 29. Januar 1981 verabschiedet. Und seit einigen Jahren begehen wir den Internationalen Datenschutztag deshalb immer am 29. Januar, so auch dieses Jahr. Da finden international alle möglichen Aktivitäten statt. Und wenn Sie in diesem Bereich selber aktiv werden wollen oder aktiv sind, dann rate ich Ihnen auch, vielleicht machen Sie selber was zum 29. Januar. Das ist der Internationale Datenschutztag, nicht nur auf Europa beschränkt. 1995 war der nächste Schritt wieder von Europa ausgehend, diesmal von der Europäischen Gemeinschaft oder Europäischen Union. Damals hat man eine verbindliche Datenschutzrichtlinie verabschiedet. Diese Richtlinie muss durch die nationalen Gesetzgeber umgesetzt werden. Wenn ich richtig gezählt habe, haben wir ja jetzt mittlerweile 29 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und in allen gibt es Datenschutzgesetze und es gibt auch Kontrollstellen, die ihre Aufgabe, so die Richtlinie, in völliger Unabhängigkeit wahrzunehmen haben. Kontrollstellen, das hört sich so ein bisschen unhandlich an, aber ich weiß nicht, ob Datenschutzbeauftragte sich besser anhört. Wir haben also in ganz Europa, in allen europäischen Staaten, Datenschutzbehörden seit der Umsetzung dieser Richtlinie. Allerdings, und damit haben wir es immer wieder zu tun, stellt sich die Frage, ob diese Kontrollstellen ihre Aufgaben wirklich so wahrnehmen, wie sie sie wahrnehmen sollten. Gerade im Zusammenhang mit den Snowden-Veröffentlichungen ist eine Begrenztheit dieser Richtlinie zutage getreten. Diese Richtlinie gilt nicht für die Behörden von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichte und schon gar nicht für Geheimdienste. Das heißt, wir haben zwar einen europäischen Rechtsrahmen, dieser Rechtsrahmen beschränkt sich aber, soweit er verbindlich ist, auf die Bereiche der Wirtschaft und bestimmte staatliche Datenverarbeitungen, die in den Zuständigkeitsbereich der Europäischen Union fallen. Aber immerhin, wir haben überall in Europa Datenschutzgesetze, auch wenn sie sehr unterschiedlich sind. Wir haben in Europa mehr als 29 Datenschutzbehörden. Wir haben einen europäischen Datenschutzbeauftragten und wir haben ja dort, wo föderale Systeme sind, wie die Bundesrepublik, eben auch
Datenschutzbeauftragte unterhalb der Ebene des Zentralstaates in Deutschland haben wir 16 oder eigentlich sogar 17 Landesbehörden, die sich um den Datenschutz kümmern. Sie könnten natürlich fragen, warum 17? Bayern hat 2, nämlich eine für den öffentlichen, eine für den nicht öffentlichen Bereich. Dazu komme ich vielleicht nachher nochmal. Diese Datenschutzrichtlinie soll über wirksame Einwirkungsbefugnisse verfügen. Zum Beispiel soll sie die Befugnis haben, die Sperrung, Löschung oder Vernichtung von Daten oder das Verbot einer Datenverarbeitung anzuordnen. Das heißt, es gibt durchaus deutliche Vorgaben, die sich aus dieser Richtlinie ergeben. Inwieweit die umgesetzt werden, dazu komme ich etwas später. Im Jahr 2009 wurde das Recht auf Datenschutz auf europäischer Ebene geadelt zu einem Grundrecht. In Deutschland war das schon vorher. Obwohl Sie, wenn Sie in das Grundgesetz schauen, dort keinen Artikel finden werden, der überschrieben ist mit Datenschutz. Aber das Bundesverfassungsgericht hat schon in den 1980er Jahren in seinem sogenannten Volkszählungsurteil, diejenigen, die wie ich schon nicht mehr so ganz jung sind, werden sich daran vielleicht ja erinnern, hat damals schon ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung festgestellt. Ein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, das sich einerseits aus der Menschenwürde ergibt und andererseits aus dem Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Und dieses Grundrecht ist bei uns direkt anwendbares Recht und es darf nur eingeschränkt werden aus wichtigen Gründen und nur, sage ich mal, soweit das überhaupt verhältnismäßig ist. Und zwar, um andere Grundrechte oder vergleichbare Rechtsgüter zu gewährleisten. Das macht also einen Riesenunterschied, ob ein Recht ein Grundrecht ist oder nur in einem natürlich in einfachen Gesetz steht. Wenn man also die Rolle der Datenschutzbehörden vor diesem Hintergrund betrachtet, dann muss man sagen, ja, die Datenschutzbehörden, die Datenschutzbeauftragten sind zur Gewährleistung des Grundrechtsschutzes da. Das ist zumindest unser Anspruch. Ob uns das jeweils gelingt, ist eine ganz andere Frage. Das hängt vielleicht auch ein Stück damit zusammen, dass bestimmte Durchsetzungsmechanismen nicht so gewährleistet sind, wie man sich das wünschen würde. Datenschutz ist ein verbindliches europäisches Grundrecht, könnte man sagen. Die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen muss durch unabhängige Datenschutzbehörden überwacht werden und diese Kontrollstellen müssen entsprechende Eingriffsmöglichkeiten haben, um das durchzusetzen. Das heißt, gerade der letzte Punkt, das sind die Zähne oder Krallen des Tigers, die gebraucht werden. Ich hatte das eben schon gesagt, wir haben eine etwas komplizierte Kontrollstruktur in Deutschland. Das ist jetzt mal so ein bisschen Nachhilfe, aber das schadet ja gar nichts. Ich mache es auch ganz kurz. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, also das, was ich vorher war, ist für die datenschutzrechtliche Kontrolle der Bundesbehörden zuständig, aber auch für die Kontrolle der Post- und Telekommunikationsunternehmen. Während die öffentlichen Stellen der Länder und die sonstigen nicht öffentlichen Stellen, also die Unternehmen außerhalb des Bereichs Post- und Telekommunikation, von den Landesbeauftragten kontrolliert werden. In Bayern, die Sonderregelung ist irgendwie historisch erklärbar, dass man dort nicht wollte, dass der öffentliche und der nicht öffentliche Bereich durch eine Behörde kontrolliert wird. Ob das nun der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich nicht. Will ich auch nicht kommentieren, ist auch nicht so entscheidend. Viel entscheidender ist die Frage, sind denn die Datenschutzbehörden überhaupt unabhängig? Und dazu gibt es einige Entscheidungen, die ganz interessant sind. Weil wir ja das Datenschutzrecht als europäisches Recht haben, hat sich der Europäische Gerichtshof mit der Frage der Unabhängigkeit der Datenschutzbehörden auseinanderzusetzen gehabt. Und zwar wiederholt.
Eine Entscheidung betraf Deutschland. Und zwar schon 2010 entschied der Europäische Gerichtshof über eine Klage gegen die mangelnde Unabhängigkeit der Landesdatenschutzbehörden. Damals waren die teilweise sogar noch in Innenministerien eingegliedert. Sie unterlagen der unzulässigen Fachaufsicht. Es wurde eine Rechtsaufsicht über sie ausgeübt. Rechtsaufsicht heißt, dass letztlich die Regierung bestimmte Rechtspositionen durchsetzen konnte ihnen gegenüber. Und es bestand auch eine Dienstaufsicht, also sozusagen der dienstliche Alltag, bestimmte Vorgaben, wie der Dienst zu verrichten war. Das war, wurde durch die jeweiligen Ministerien festgestellt. Der Europäische Gerichtshof kam zum Ergebnis, dass diese Vorgaben nicht mit der europäischen Datenschutzrichtlinie zu vereinbaren sind, weil nämlich genau diese Abhängigkeitsverhältnisse bestanden. Was danach gemacht wurde, dazu komme ich gleich. Zunächst noch mal kurz ein Hinweis auf ein zweites Urteil. Zwei Jahre später ging es um die Unabhängigkeit der österreichischen Datenschutzkommission. Und auch dort hat man festgestellt, dass diese österreichische Datenschutzkommission nicht unabhängig ist, weil sie nämlich in das österreichische Bundeskanzleramt eingebunden war und dort auch eine unzulässige Dienstaufsicht, teilweise auch sogar eine Fachaufsicht ausgeübt wurde. Das heißt, Unabhängigkeit heißt, keine Weisungen durch irgendwelche Ministerien oder Kanzlerämter, keine organisatorische Abhängigkeit von einem Ministerium, Personalhoheit, das sind die wesentlichen Aspekte. Was ist danach geschehen? In den Bundesländern hat man zähneknirschend die Datenschutzgesetze angepasst. Die Landesdatenschutzbehörden sind heute unabhängig, das kann man sagen. Das, was bemängelt wurde vom Europäischen Gerichtshof, ist beseitigt worden. Insofern ist man auf Landesebene dieser Entscheidung, diesem Gerichtsurteil gefolgt. Nun wäre es ja eigentlich normal, dass man auch auf Bundesebene folgt, wie man das zum Beispiel in Österreich auch getan hat. Dass die österreichische Datenschutzkommission, so wie sie bisher besteht, bis morgen, wird es ab übermorgen nicht mehr geben, sondern auch eine Datenschutzbeauftragte, die unabhängig ist. Ich finde das richtig, dass solche Schlussfolgerungen gezogen werden. Das heißt, ich finde es auch bemerkenswert, dass hier der Fortschritt aus Europa gekommen ist. Interessanterweise ist bei dem österreichischen Verfahren die deutsche Bundesregierung der österreichischen Bundesregierung beigesprungen als sogenannter Streithelfer. Was bedeutet, dass Deutschland auch gleich mit unterlegen ist bei dem zweiten Urteil. Ich muss sagen, ich habe mich darüber nicht geärgert. Aber was ist beim Bundesbeauftragten geschehen? Nichts. Und das ist eigentlich ja überraschend. Man sagte, ja, die Urteile, die betrafen ja nur die Landesbehörden. Wenn man dann auch noch ein Urteil gegen sich bekommt, von der, was jetzt die Bundesebene anbelangt, dann würde man das selbstverständlich natürlich umsetzen. Aber da das ja nur die Landesbehörden betrifft, sei das ja nicht so bedenklich. Und obwohl die Grundsätze gelten da ganz genauso. Und das Interessante ist in dem Zusammenhang auch, dass der Status des Bundesbeauftragten trotz aller Mängel auch gegenüber den Telekommunikationsunternehmen und Postunternehmen fortbestand. Das heißt also, dieses Problem tragen wir mit uns herum. Und ich habe natürlich den Koalitionsvertrag der Großen Koalition gelesen, habe gedacht, da steht doch bestimmt was drin zur Unabhängigkeit der Datenschutzbehörden und speziell auch des Bundesdatenschutzbeauftragten oder der Bundesdatenschutzbeauftragten, wie wir jetzt wissen. Pustekuchen, nichts, kein Wort steht dazu drin. Wie im Übrigen auch zum Datenschutz nicht allzu viel im Koalitionsvertrag drin steht, außer dass die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie jetzt umgesetzt werden soll, dass man sich dann aber danach
dafür einsetzen will, sie zu ändern. Ich sagte dann schon, wäre ja eigentlich gut, wenn man die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs über diese Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie abwartet, ehe man sie umsetzt. Denn der Generalanwalt beim Europäischen Gerichtshof hat ja festgestellt, dass die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung, die ja vor Inkrafttreten des Lissabon-Vertrages beschlossen worden ist in Europa, nicht mit dem Vertrag von Lissabon, nicht mit dem Grundrecht auf Datenschutz in der Europäischen Grundrechtecharta vereinbar ist. Naja, jetzt scheint man im politischen Bereich so darüber zu diskutieren, in welcher Reihenfolge man vorgeht. Aber das Entscheidende ist doch, brauchen wir wirklich eine solche anlasslose, massenweise Speicherung von personenbezogenen Daten? Ich meine nicht. Interessant ist auch, dass ja bei der Diskussion über die Vorratsdatenspeicherung gerade diejenigen, die für die Vorratsdatenspeicherung eintreten, sagen, wir müssen das ja umsetzen, was aus Europa kommt. Sonst könnte ja auch ein Bußgeld Deutschland blühen. Interessant ist, dass exakt dieselben Leute sagen, aber die Datenschutzrichtlinie müssen wir nicht Wort für Wort umsetzen. Irgendwie ist das nicht ganz logisch. Da ist irgendwo der Wurm drin. Ich würde mich freuen, wenn man die Grundrechte ernst nimmt, wenn man auf die Vorratsdatenspeicherung verzichtet, und zwar auf europäischer Ebene, und wenn man die Datenschutzbehörden stärkt, auch ohne dass dazu jetzt eine zusätzliche europäische Gesetzesänderung erfolgt. Lassen Sie mich ein paar Worte noch einmal sagen zum Thema Gebiss. Also, ich habe meine Zähne noch. Aber das ist jetzt eine ganz persönliche Botschaft. Details werde ich jetzt allerdings auch nicht nennen. Was können denn eigentlich die Datenschutzbehörden? Können die denn überhaupt irgendjemandem wehtun? Naja, manchmal schon. Die Landesdatenschutzbeauftragten können seit einigen Jahren einiges machen. Sie können zum Beispiel Bußgelder verhängen bis zu 300.000 Euro in Deutschland. Kann man sagen, 300.000 ist nicht so richtig viel, verglichen mit Milliardenumsätzen und Gewinnen, die in bestimmten Bereichen gemacht werden. Aber immerhin. Und es gab auch schon Fälle, in denen Landesbeauftragte kumulierte Bußgelder verhängt haben. Das kann dann durchaus schon mal wehtun. Vielleicht ein Fall, auf den ich da hinweisen kann. Lidl, Sie erinnern sich, der große Konkurrent von Aldi. Sie alle haben da schon mal eingekauft, ich auch. Naja, vielleicht nicht alle. Jedenfalls war Lidl ein Unternehmen, das massiv gegen Datenschutzbestimmungen verstoßen hatte. Und dieses Unternehmen hatte nun, um zu vermeiden, Betriebsräte einsetzen zu müssen nach dem Betriebsverfassungsgesetz, das Unternehmen so strukturiert, dass es ganz viele kleine Lidls gibt. Es gibt nicht einen Lidl, sondern ganz viele kleine Lidls. Und die Datenschutzbehörden haben das freudig aufgegriffen und haben dann gesagt, naja, alle diese kleinen Lidls kriegen jetzt ein Bußgeld, dann sind dann doch ein paar Millionen zusammengekommen. Also, Sie sehen, auch bei amtlichen Datenschützern sind Reste von Kreativität noch vorhanden. Rechtswidrige Datenverarbeitung darf untersagt werden. Ich finde, das ist ein ziemlich weitgehender Eingriff, den die Landesbeauftragten hier haben. Ich habe hier ganz bewusst gesagt, Landesbeauftragten. Ja, was kann denn der Bundesbeauftragte gegenüber den Post- und Telekommunikationsunternehmen machen? Keine Bußgelder verhängen. Und er kann rechtswidrige Datenverarbeitung nicht untersagen. Aber er kann oder sie kann die Bundesnetzagentur darum bitten. Das reicht nicht aus. Wir brauchen wirklich wirksame Methoden zur Durchsetzung von Datenschutzvorgaben.
Das Europäische Parlament hat hierzu einen sehr interessanten Vorschlag entwickelt. Es gibt einen Entwurf der Europäischen Kommission. Das Parlament ist darüber hinausgegangen. Es soll da auch die Möglichkeit geben, dass Datenschutzverstöße mit bis zu 100 Millionen Euro oder 5% des Weltjahresumsatzes geahndet werden. Ich finde, das ist schon eine etwas andere Hausnummer als die maximal 300.000, über die die deutschen Datenschutzbehörden derzeit gegebenenfalls ein Bußgeld verhängen können. Das heißt natürlich überhaupt nicht, dass jetzt gleich 100 Millionen Euro bei einem Datenschutzverstoß verhängt werden. Das sind sehr schwere, schwerwiegende, nachhaltige Datenschutzverstöße. Wenn sowas aber geschieht, dann tut das richtig weh. Und es geht ja nicht darum, Herrn Schäuble oder anderen Finanzministern da Geld in die Kassen zu spülen, sondern deutlich zu machen, dass man auch anders kann. Und ich finde, das ist ein entscheidender Punkt, dass nicht die Datenschutzbehörden oder Datenschutzbeauftragten einsame Rufer in der Wüste sind, sondern dass sie entsprechend auch Zähne zeigen können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme zu meinem letzten Punkt. Wie ist eigentlich das Verhältnis von Datenschutzbehörden zur Zivilgesellschaft? Also ich denke, eines muss klar sein, die Datenschutzbehörden sind nicht wirklich Teil der Zivilgesellschaft. Sie sind offizielle Behörden. Es sind Aufsichtsbehörden. Es sind Kontrolleure. Aber sie haben den Auftrag, Grundrechte zu schützen, dadurch, dass sie Behörden und nicht öffentliche Stellen kontrollieren. Sie haben also ein durchaus anderes Verständnis als der Chaos Computer Club oder Datenschutz-NGOs. Aber gleichwohl, das schließt ja nicht aus, dass man in bestimmten Bereichen durchaus die Dinge sehr ähnlich sieht oder auch zusammenarbeitet. Sie schreiben auch keine Gesetze. Das ist auch manchmal ein Missverständnis, dass man sagt, ich habe ja immer wieder solche Anfragen bekommen, auch jetzt noch nach meinem Ausscheiden, warum bestimmte Dinge nicht so laufen, wie man sie sich eigentlich wünschen würde. Da würde ich sagen, ja, ich bin ja auch unglücklich über manches, aber als Kontrolleur kann ich nur das durchsetzen, was im Gesetz steht. Ich kann die Gesetze nicht ändern. Sie müssen auch die andere Seite hören. Das ist auch ein ganz wichtiger rechtsstaatlicher Grundsatz. Eine NGO, eine Pressure Group, eine Lobbygruppe für den Datenschutz kann sehr einseitig sein. Datenschutzbehörden müssen die andere Seite immer sehen. Sie müssen auch gegenteilige, konkurrierende Interessen mit im Blick haben. Das gehört zu dieser Konstruktion dazu. Aber gleichwohl, Sie können für Transparenz sorgen, jedenfalls soweit Sie nicht an formelle Geheimhaltungsregeln gebunden sind. Und ich rate Ihnen, lesen Sie mal Datenschutzberichte der Landesdatenschutzbeauftragten, des Bundesbeauftragten, der Kolleginnen und Kollegen in den anderen europäischen Staaten, aus Australien, aus Kanada, überall können Sie sehr interessante Erkenntnisse daraus gewinnen. Das ist eine Quelle auch für die Zivilgesellschaft, für Argumente, für Fakten, die man ansonsten so komprimiert und auch kompetent nicht aufgeschrieben sieht. Und wir beteiligen uns, ich bin ja gar nicht mehr dabei. Sie beteiligen sich auch an der öffentlichen Debatte, mehr oder minder. Ich finde das richtig. Lassen Sie mich zum Schluss kommen. Datenschutz halte ich für viel zu wichtig, um sie Behörden zu überlassen. Das habe ich auch schon gesagt, als ich noch Datenschutzbeauftragter war. Ich finde, das sollte unsere Maxime sein. Und insofern glaube ich auch, dass es so etwas wie eine Zusammenarbeit, mehr als eine friedliche Koexistenz, durchaus eine gleichgerichtete Aktivität geben kann, innerhalb und außerhalb der Sphäre der öffentlichen Datenschützer. Vielen Dank. So, Peter Schaar. So.
Los! Also. Also Standing Ovations sind toll, aber... Ja, danke Leute. Ja, vielen Dank. Hatte ich noch nie, ehrlich gesagt, Standing Ovations. Irgendwas muss ich jetzt richtig gemacht haben. Scheint so. Wir haben noch eine kleine Fragerunde. Wenn ihr Fragen stellen möchtet, die Mikros stehen hier unten. Stellt euch hin, ich werde euch dann dementsprechend aufrufen. Fangen wir gleich mit der 1 zum Beispiel an. Ja, vielen Dank. Es stand vorhin auch auf einer Folie, die Veranlassung, Daten zu löschen, ist eine der Kompetenzen. Im Zusammenhang mit den Veröffentlichungen des Guardian kam ja auch sowas, dass da ein Geheimdienst veranlasste, dass da Daten gelöscht werden. Das wurde zwar per Foto dokumentiert, aber es gab natürlich Backups, weshalb die Löschung relativ witzlos ist. Die Frage ist, wie wird denn eigentlich sichergestellt, dass Daten wirklich gelöscht sind? Gerade Firmen fertigen natürlich Backups an. Wann gelten Daten als gelöscht? Also Datenschutz gelten dann als gelöscht, wenn sozusagen sie in der Reihe der entsprechenden Verwendung überall auch Backups gelöscht sind. Und zwar nicht nur logisch gelöscht, sondern physikalisch gelöscht, sodass man sagen muss, die Latte für die Löschung hängt ziemlich hoch. Ne, also darüber muss man sich klar sein. Wie das praktisch durchzusetzen ist, darüber gibt es viel Streit. Denken Sie zum Beispiel an das deutsche Erfolgsprodukt SAP, das erst seit kurzem überhaupt eine datenschutzmäßig korrekte Löschung ermöglicht. Andere, ob es dann geschieht, ist eine andere Frage. Und natürlich ist das Thema Löschen und Vergessen von digitalen Daten ein riesiges Problem angesichts der Tatsache, dass Daten beliebig kopiert werden können. Als Rechtsvorgabe gibt es das und gegenüber den Stellen, die verantwortlich sind, kann man das sicher auch durchsetzen. Inwieweit man es gegenüber Nachrichtendiensten wirklich durchsetzen kann, das ist eine andere Frage. Manchmal wird ja, und das fand ich sehr interessant, diese Löschungsvorgabe auch als Vorwand genommen, sich nicht auf die Finger schauen zu lassen. Als, Sie erinnern sich, jedenfalls die deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, als diese rechtsterroristische Zelle NSU aufflog, gab es Löschtage in verschiedensten Landesämtern für Verfassungsschutz und beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Und wie wurde es begründet? Es sei Ihnen eingefallen, dass man ja an Datenschutzregeln gebunden sei. Ich habe dem übrigens widersprochen, weil auf Bundesebene hatten wir tatsächlich die Situation, weil ich mich ja mit strikten Löschungsregelungen beim Verfassungsschutz gar nicht durchgesetzt hatte und trotzdem gelöscht wurde. Also dann wurde gesagt, man hätte mir ja einen Gefallen tun wollen. Also so geht's nicht, sage ich mal. Aber ich finde, Datenlöschung ist nach wie vor ein Thema, aber es wird immer schwieriger durchsetzbar. So, dann bitte 1, 2 Fragen aus dem Internet. So, aus dem Internet haben wir 5 Fragen. Vorab erstmal den Hinweis, danke für 10 Jahre gute Arbeit. Die vorherrschende Meinung, Sie sind ein guter Mann. So, die erste Frage. In Anbetracht der Sichtweisen Ihrer Nachfolgerin, denken Sie, dass ein Posten des Datenschutzbeauftragten sich mit der Befürwortung der Vorratsdatenspeicherung vereinbaren lässt? Also ich werde mich hier zu meiner Nachfolgerin nicht äußern. Ich bitte das da um Verständnis für. Okay, kurz zwischendurch, für die, die nachrücken, bitte setzt euch gleich hin, bleibt nicht stehen. Und für die, wo noch Plätze frei sind, bitte dann mal die entsprechenden Leute mit Handzeichen auf sich aufmerksam machen, damit der Saal vernünftig gefüllt wird. Dann bitte jetzt von der 3. Sie hatten anfangs gesagt, Sie wollten nicht so viel oder generell etwas über die letzten Jahre Ihrer Arbeit erzählen. Das sei sehr langweilig. Ich glaube, so langweilig ist das gar nicht. Wie kann man sich die Praxis vorstellen, wenn Sie nicht diese Befugnisse, also wenn die Landesbeauftragten für Datenschutz mehr Befugnisse hatten als Sie oder mehr Hebel als Sie, um zum Beispiel Bußgelder und so etwas zu verleihen, haben sich öfters, sage ich mal, die Zähne Ihrer Kollegen ausgeliehen, um zuzubeißen? Also das ist ja sehr schwierig, weil wir ja unterschiedliche Zuständigkeitsbereiche haben.
Es gibt nur ganz wenige Bereiche, wo beide Behördentypen, sag ich mal Landesebene und Bundesebene, gleichermaßen zuständig sind, nämlich dort, wo noch ehemalige Beamte in Privatunternehmen tätig sind. Denken Sie an die Bahn, da gab es früher ja Bahnbeamte und es gibt sogar immer noch heute Bahnbeamte, ne, für die wäre ich dann noch immer zuständig, während der Landesbeauftragte aus Berlin für den wirtschaftlichen Betrieb und für die Angestellten dort zuständig ist. Nein, so kann das leider nicht gehen, das macht die Sache nur zäher. Und wir hatten tatsächlich Konflikte mit der Bundesnetzagentur. Ne, als es zum Beispiel um die Frage ging, müssen Telefonunternehmen, als es die Vorratsdatenspeicherung noch gab, die gespeicherten Daten den Betroffenen geben, weil es ja ein Auskunftsrecht gibt. Da habe ich gesagt, das muss geschehen. Ich habe die Europäische Kommission gefragt, seht ihr das genauso? Die Europäische Kommission hat gesagt, ja, das Auskunftsrecht gilt auch für diese Daten. Die Bundesregierung war der Auffassung, das gilt nicht. Dementsprechend war es nicht möglich, meinerseits erstmal Unternehmen zu verpflichten, auch mit unter Bußgeldandrohung, diese Vorratsdaten herauszugeben. Es gab dann allerdings Rechtsstreitigkeiten, sodass dann letztlich zumindest die Telekom solche Daten herausgegeben hatte. Also das war ein Riesenproblem. Ansonsten bedeutet das ja immer, dass man immer wieder sozusagen bohren muss, nochmal Überzeugungsarbeit leisten muss. Auch der Weg über die Öffentlichkeit ist sicherlich ein Weg, den ich in diesem Zusammenhang gewählt habe. Gut, dann von der 2 die nächste Frage bitte. Generell ist ja die Frage, die jeweiligen Datenschutzbehörden werden ja letztendlich von ihren jeweiligen Regierungen bestimmt. Wie weit ist das eigentlich so gesehen problematisch, wenn die Datenschutzbeauftragten von einer Regierung gestellt werden und bestimmt werden, dass die möglichst in deren Sinne natürlich handeln? Wie weit ist aus Ihrer Sicht überhaupt dieser Gestaltungsspielraum? Wir haben ja, wie gesagt, jetzt gerade die Diskussion über die neue Bundesdatenschutzbeauftragte kurz angeklungen, aber das ist jetzt mal außen vor gelassen. Wie weit ist überhaupt der Spielraum der Datenschutzbehörden im Sinne ihrer jeweiligen Regierungen, also Landesregierung, Bundesregierung, zu agieren? Und wie weit sind Sie eigentlich wirklich an das Gesetz dann wiederum gebunden? Also wie viel Spielraum sehen Sie darin? Also erster Punkt, es ist ein Dilemma, eins, das aus meiner Sicht nicht lösbar ist, dass letztlich die politischen Mehrheitsverhältnisse auch über diese Personalentscheidung entscheiden, wie im Übrigen auch beim Bundesverfassungsgericht. Ne? Also das heißt, es ist nicht die Regierung alleine, sondern es ist ja das Parlament, das wählt, aber die Mehrheitsverhältnisse spiegeln sich da wieder. Ich sehe da auch wirklich keine Möglichkeit, davon abzuweichen. Das ist ein Stückchen problematisch. Aber wie soll man es anders machen? Soll man es auswürfeln? Soll man Experten beauftragen, die auszuwählen? Ich bin da eher skeptisch bei solchen Lösungen. Aber es gibt zwei Aspekte, die ganz wichtig sind. Einmal betrifft es die Frage der Amtszeiten. Da denke ich, dass diese Regelung, die wir haben auf Bundesebene mit diesen zwei Amtszeiten oder überhaupt mit diesen Wiederwahlmöglichkeiten fragwürdig ist. Da wäre mir eine Regelung, wie wir sie beim Bundesverfassungsgericht haben, lieber, wo gesagt wird, die werden für 12 Jahre gewählt und können nicht wiedergewählt werden. Zumindest für diese erste Amtszeit schwebt über einem als Betroffenen, als Amtsinhaber natürlich immer so das Damoklesschwert der Nichtwiederwahl. Das ist der eine Aspekt dabei. Zweiter Aspekt ist, es kommt auch darauf an, die Datenschutzbeauftragten wirklich unabhängig zu machen und nicht abhängig zu lassen von Personalentscheidungen, zum Beispiel irgendeines Ministeriums oder von fachlichen oder rechtlichen Weisungen. Das darf es nicht geben, nicht mal als Möglichkeit. Ne, deshalb, Unabhängigkeit ist ganz essentiell. So, die nächste Frage bitte wieder aus dem Internet. Ja, dann nehme ich mal eine Frage, die aus dem Twitter kam. Wieso gab es eigentlich keine Konsequenzen aus der Staatstrojaner-Affäre, während Sie im Amt waren? Also ich habe ja jedenfalls dem Bundestag darüber einen Bericht erstattet. Auf welchen Wegen auch immer ist der war ja vertraulich oder geheim gestempelt, ist der ja ins Internet gelangt. Ich kann dazu nicht jetzt sagen, ob das jetzt der echte Bericht war. Die Abgeordneten sind darüber informiert worden. Welche Konsequenzen daraus dann zu ziehen sind in Bezug auf die Gesetzgebung,
welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind auf, sage ich mal, die behördliche Praxis. Das kann ein Datenschutzbeauftragter nicht entscheiden. Vielleicht noch ein Hinweis zur Durchsetzungsmöglichkeit gegenüber öffentlichen Stellen. Das habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Gegenüber öffentlichen Stellen können die Landesbeauftragten und auch der Bundesbeauftragte nur Beanstandungen aussprechen. Das ist vielfach geschehen, auch in diesem Fall. So eine Beanstandung ist aber nichts weiter als, sage ich mal, eine formalisierte Kritik, zu der sich das beanstandete Ministerium äußern muss. Und mir ist das gerade beim Innenministerium letztens wieder passiert, dass dann gesagt wurde, nein, die Beanstandung ist nicht berechtigt. Das heißt, Durchsetzungsmöglichkeiten bestehen insoweit nicht. Da wird auch darüber diskutiert, inwieweit im Rahmen der europäischen Datenschutzreform Datenschutzbehörden auch gegenüber öffentlichen Stellen bessere Durchsetzungsmöglichkeiten bekommen sollen. Ich würde mir das sehr wünschen. So, dann bitte nochmal für die, die gerade den Raum betreten haben, bitte geht aus den Gängen raus, bitte geht aus den Türen raus, setzt euch hin, es sind noch Plätze frei. Dann bitte die Eins jetzt weiter. Ja, Herr Schaar, Sie sind ja jetzt erstmal fertig. Und fix und. Und haben sich auch einen ganz guten Ruf erarbeitet. Mich würde interessieren, wie werden Sie den nutzen? Was ist Ihre Agenda 2014? Ja, also das ist jetzt ein personenbezogenes Dann. Sie erzählen es aber nicht weiter, ja? Nein, das wird okay. Als erstes habe ich vor, ein Buch zu schreiben, und zwar über die Hintergründe der Snowden-Affäre. Auch über den Umgang bei uns damit, auch über den technischen Umgang. Ich sage das jetzt ganz deutlich nochmal, ehrenamtlich einen Vorsitz einer kleinen europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz übernommen. Und dann halte ich auch den einen oder anderen Vortrag, hier beispielsweise. Auch das mache ich allerdings ehrenamtlich. So, dann bitte von der 2. Zur österreichischen Datenschutzkommission eine kleine Ergänzung, weil mit einem EuGH-Urteil festgestellt wurde, dass die österreichische Datenkommission in ihrer Form, die sie dem Bundeskanzleramt untersteht, illegal ist, weil sie nicht frei agieren kann und demzufolge jetzt zur Datenschutzbehörde umfirmiert wird. In Österreich gab es den Fall, dass über 350 Ärzte, ein Marktforschungsunternehmen und Krankenhäuser Patientendaten und Medikamentenvorschreibungen weiterverkauft haben. Die Datenschutzkommission hat diesen Fall mit Bericht von heute im Standard einer österreichischen Tageszeitung eingestellt. Und es ist nicht nur aufgrund dieses Falles zu befürchten, leider, dass die Datenschutzkommission als zahnloser Papiertiger mit der Datenschutzbehörde eher in einer Lollcat aufgeht. Also da kann ich jetzt nichts zu sagen. Also das ist ein Beitrag, den wir alle zur Kenntnis nehmen müssen. Vielleicht bedauernd. Okay, dann bitte die 3. Wissen Sie von einem anhängigen Verfahren gegen die Praxis zur Stellung des Bundesdatenschutzbeauftragten vom Europäischen Gerichtshof? Es ist meines Wissens so, dass auch gegenüber eine Beschwerde vorliegt bei der Kommission, die genau diese Stellung des Bundesbeauftragten betrifft. Meines Wissens ist die aber noch nicht beim EuGH gelandet. Es kann auch sein, dass das jetzt schon weitergegangen ist. Ich habe da jetzt nicht den letzten Stand. Ich gehe davon aus, dass, wenn da sich nichts ändert, es zu einem entsprechenden formellen Verfahren kommen wird. Danke. So, dann die nächste Frage wieder aus dem Internet, bitte. Ja, dann die nächste Frage, die ich hier habe. Sind die Datenschutzbehörden denn nicht vorwiegend ein Placebo, um sagen zu können, wir haben jemanden, der sich darum kümmert? Aber sie werden halt komplett ignoriert, wenn es um staatliche Interessen geht. Also erstmal würde ich sagen, Placebo oder zahnloser Tiger ist nicht so ein Riesenunterschied. Das ist natürlich ein Riesenproblem, dass man sagt, man hat ja jemanden, der sich drum kümmert. Ne? Dass da eine gewisse Beruhigung eintritt. Das ist aber natürlich bei allen rechtsstaatlichen Institutionen so. Das ist auch beim Bundesverfassungsgericht so. Sodass man sagen muss, das spricht eigentlich nicht gegen die Institutionen, es spricht aber gegen ein System, bei dem die Datenschutzbehörden eben diese Durchsetzungsbefugnisse vorenthalten werden. Deshalb brauchen sie sie eben.
So, die nächste Frage dann bitte von der 3. Bei der IP-Datenspeicherung bei Flatrates wurde ja, soweit ich weiß, auch von Ihrer Behörde gesagt, dass die Provider das über eine Dauer von 7 Tagen, dass es geduldet wird oder okay, als okay angesehen wird, obwohl im Gesetz eigentlich relativ klar drin steht, dass sie sowas nicht machen sollten. Warum wurde das so geduldet und erlaubt und nicht gesagt, hier, IPs dürfen nicht gespeichert werden bei Flatrates, womit die ganze Abmahngeschichten zum Beispiel erledigt gewesen wären? Also Sie sagen, das steht im Gesetz so genau drin. Da steht drin, unverzüglich zu löschen. Unverzüglich ist ein ausdeutbarer und bestimmter Rechtsbegriff, wo man dann sagen muss, was heißt das, ohne, sag ich mal, schuldhaftes Verschulden. Und wir waren in der Situation, uns genau ein Bild zu machen, auch im Gespräch mit den Providern, für welche Zwecke sie diese Daten speicherten. Und es wurde, sag ich mal, glaubhaft versichert, dass ohne entsprechende Möglichkeiten zur temporären IP-Adressspeicherung extreme Sicherheitsverstöße nicht entdeckt werden könnten. Das war nach unserem Verständnis mit der Rechtslage in Übereinstimmung. Der Bundesgerichtshof hat diese Praxis im Übrigen für rechtmäßig erklärt, sodass es höchstrichterlich festgestellt ist, dass die Position, die meine Behörde, die ich da auch eingenommen habe, der Rechtslage entspricht. Insofern kann man damit unzufrieden sein, aber das ist so ein Punkt, wo man sagen kann, da hat man unterschiedliche Sichtweisen. Wir müssen die andere Seite hören, wir können nicht einfach sagen, wie wir es hätten, sondern wir müssen Recht auslegen und dabei gegebenenfalls auch bestimmte Ergebnisse akzeptieren, die uns nicht so richtig passen. Allerdings hat das dazu geführt, dass faktisch die IP-Adressspeicherung bei vielen Unternehmen sehr stark eingeschränkt worden ist. Das muss man dabei auch sehen. Vielen Dank. So, dann die 1 bitte. Herr Schaar, Sie wollten zu Ihrer Nachfolgerin ja nichts sagen, aber seien Sie so freundlich, schärfen Sie ein bisschen unsere Sinne. Was würden Sie ihr mit auf den Weg geben? Wo würden Sie sagen, wo sind die häufigsten oder die kraschesten Brennpunkte, die zu bearbeiten sind? Also unabhängig, wie gesagt, von dieser Personalentscheidung liegt es, finde ich, auf der Hand, dass die europäische Datenschutzreform die entscheidende Baustelle im Augenblick ist. Da hat die Kommission, die Europäische Kommission, einen Vorschlag, der recht ambitioniert ist, auf den Tisch gelegt. Das Europäische Parlament hat sich zusammengerauft nach einer sehr intensiven und kontroversen Diskussion, finde ich, mit einem beachtlichen Ergebnis. Aber der Rat der Minister, der Regierung, hat sich festgebissen und leider ist es so, dass Deutschland da auch nicht zu den treibenden Kräften für einen Erfolg bisher hervorgetreten ist, also als treibende Kraft. Also da denke ich, wäre eine klare Positionierung der Datenschutzbehörden in Bund und Ländern weiterhin erforderlich. Zweiter Punkt betrifft den Beschäftigten-Datenschutz. Da lese ich im Koalitionsvertrag, wenn die europäische Regelung nicht kommt, dann will man ein Beschäftigten-Datenschutzgesetz ins Auge fassen. Da muss ich mal sagen, man sollte vielleicht auch mal in diese Regelung, die auf europäischer Ebene vorgeschlagen wird, reingucken. Selbst wenn es ein europäisches Regelungswerk gibt, dann bleibt Raum für ein deutsches Beschäftigten-Datenschutzgesetz. Ich kann überhaupt nicht verstehen, weshalb die Bundesregierung das nicht in Angriff nehmen will. Der Beschäftigten-, der Arbeitnehmerdatenschutz ist, finde ich, ein ganz wichtiges Thema, weil man, wenn man in diesem Bereich, im IT-Bereich, aber überhaupt auch mit IT beschäftigt ist, und das sind wir im Prinzip alle, und zwar nicht nur die hier Sitzenden, sondern auch diejenigen, die gar nicht technologisch sehr orientiert sind, dann ist man der Überwachung, auch der heimlichen Überwachung, sehr schnell und sehr stark ausgesetzt. Das muss ganz dringend begrenzt werden. Ich denke, diese beiden Felder sind für mich jetzt entscheidend. Der dritte Punkt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter mit der geheimdienstlichen Überwachung? Ist es denn richtig, dass der BND wie die NSA im Ausland sich nicht an rechtliche Grenzen gebunden fühlt? Das kann doch nicht auf Dauer aufrechterhalten werden, wenn wir ein menschenrechtliches Datenschutzverständnis haben. Okay. Ja, vielen Dank. Ich denke, wir werden das hier im Auge behalten. Danke dir. Jetzt bitte die nächste Frage wieder aus dem Internet.
Ich muss gerade mal überlegen, wie ich das anders formuliere. Ich lese einfach mal so vor, wie sie hier kommt. Mich würde ja interessieren, ob er glaubt, dass Datenschutz besser durchgesetzt werden könnte, wenn er wettbewerbsrechtlich von Konkurrenten verfolgt werden könnte. Naja, das ist ja generell dieser zivilrechtliche Aspekt. Ich bin bei diesen zivilrechtlichen Datenschutzlösungen ganz skeptisch. Einerseits würde dann Datenschutz zum Bestandteil von Wirtschaftsrecht. Und wenn sich dann eine Allianz bildet von Konkurrenten, die sich gegen Datenschutzrecht wenden und das nicht durchsetzen wollen, dann ist die Sache im Grunde genommen nicht wirklich dann zu begrenzen. Das kann es eigentlich nicht sein. Wir brauchen klare gesetzliche Regeln. Es gibt auch den Vorschlag, sowas wie den Schadensersatz bei Datenmissbrauch zu verbessern. Ich habe nichts dagegen. Aber wenn das gestellt wird gegen ein Modell einer Datenschutzaufsicht, halte ich es für falsch. Das würde im Prinzip bedeuten, dass man so lange Datenschutzverstöße hinnehmen muss, bis man dann vor Gericht Recht erhält. Das kann eigentlich nicht Sinn der Sache sein. Das führt auch dazu, dass diejenigen, die nicht engagiert sind, die nicht rechtskundig sind, die nicht die Power auch aufbringen, vor Gericht zu gehen, dann immer leer ausgehen. Das kann es nicht sein. Also ich bin der Auffassung, wenn man vom Datenschutz als Menschenrecht ausgeht, dann brauchen wir auch klare rechtliche Vorgaben, nicht nur auf nationaler Ebene. So, nochmal ganz kurz die Bitte an alle, die jetzt in den Raum dazugekommen sind. Bitte setzt euch hin, bleibt nicht in den Türen, nicht in den Gängen und auch nicht auf den Treppen stehen. Danke. Und wer noch ein bisschen Treppen laufen möchte, da ganz oben in den Rängen ist durchaus zu sehen, da sind noch ganz viele Plätze frei. Also begebt euch dahin und macht mal weiter. Okay, dann jetzt die drei. Danke. Herr Schaar, was würden Sie davon halten, praktisch die Funktion des Bundesdatenschutzbeauftragten im Justizministerium zu verankern? Naja, also am liebsten wäre es mir, wenn das in gar keinem Ministerium verankert wäre, sondern als oberste Bundesbehörde wie der Bundesrechnungshof. Eben keiner Rechtsaufsicht, keiner Dienstaufsicht unterliegt und auch nicht in den Personalkörper einer anderen Behörde in der Weise eingegliedert ist, dass da keine autonomen Entscheidungen erfolgen können. Das wäre für mich der beste Weg. Man könnte sich auch vorstellen, das am Parlament anzugliedern. Das ist bei manchen Landesdatenschutzbeauftragten so. Das wäre sicherlich auch noch eine Alternative. Und die drittbeste Lösung wäre es dann, zu einem anderen Ministerium zu gehen. Ja, so kann man das natürlich auch machen. So, dann bitte die vier. Um auf Ihr Projekt, das Buch zurückzukommen. Als Bundesdatenschutzbeauftragter unterliegen Sie da nicht einer Verschwiegenheitspflicht? Darf diese Verschwiegenheitspflicht erwähnt werden? Und wer bestimmt, was Sie sagen können und wie Sie es sagen dürfen? Also richtig ist, ich unterliege der Verschwiegenheitspflicht. Wir haben allerdings, ist ja gerade, was jetzt die Snowden-Geschichten anbelangt, ja mit einer sehr weitgehend zugänglichen Datenlage zu tun. Soweit ich mich also auf Informationen beziehe, die öffentlich sind, gilt natürlich auch keine Schweigepflicht. Natürlich, ich kann nicht jetzt von eigenen Prüfungen beim Verfassungsschutz oder beim BND berichten. Das kann ich nicht. Insofern würde die Verschwiegenheitspflicht gehen. Und daran werde ich mich auch halten, selbstverständlich. Aber alles, was öffentlich diskutiert werden kann, werde ich auch öffentlich ansprechen. Danke. So, dann noch eine Frage aus dem Internet. Ja, wie schätzen Sie die nächsten Schritte hinsichtlich der Vorratsdatenspeicherung in Deutschland bzw. Europa ein? Auch bezüglich dem zeitlichen Horizont ist ja laut Einschätzung eines österreichischen Juristen nicht vor 2017 mit einer Neufassung des Gesetzes zu rechnen. Also wir haben ja, ich will das einfach nochmal in Erinnerung rufen, wir haben eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die schon einige Jahre zurückliegt. Ich glaube 2010 hat das Bundesverfassungsgericht die Vorratsdatenspeicherung für unzulässig erklärt. Seitdem haben wir keine Vorratsdatenspeicherung in Deutschland. Wir haben auf europäischer Ebene ein Verfahren, das derzeit anhängig ist. Der Generalanwalt beim Europäischen Gerichtshof hat vor 2 Wochen ein Votum vorgelegt. Und dieses Votum besagt, die Vorratsdatenspeicherung widerspricht
dem Vertrag von Lissabon, der Grundrechtecharta. Und dementsprechend muss die Richtlinie überarbeitet werden, wenn der Europäische Gerichtshof diesem Votum folgt. Entscheidend wird also sein, als nächster Schritt, wie entscheidet der Europäische Gerichtshof? Das kann ich nicht prognostizieren. Auch die zeitlichen Abläufe sind nicht ganz klar, aber ich gehe davon aus, dass schon im Jahr 2014, möglicherweise schon in einigen Monaten, der EuGH seine Meinungsfindung beenden wird und zu einem Ergebnis kommt. Davon hängt es letztlich ab, welches Schicksal diese Richtlinie dann nehmen wird. Und daraus, denke ich, kann man ableiten, was dann mit dem deutschen Vorratsdatenspeicherungsgesetz geschieht. Das, was im Koalitionsvertrag drinsteht, das habe ich ja schon kommentiert. Ich halte es für nicht sinnvoll, eine Richtlinie, die offenbar auch nach Auffassung des Generalanwalts beim Europäischen Gerichtshof europarechtswidrig ist, jetzt umzusetzen. Von mir aus. Wir haben sogar noch etwas Zeit. So, dann eine kleine Sache noch. Wenn ihr da hinten an der Kamera vorbeiläuft, dann duckt euch doch bitte, weil das ist die ganze Zeit im Stream zu sehen und überall. So, dann bitte die vier. Ja, Herr Schaaf, eine Frage habe ich dann doch, ganz unabhängig von der Person des Bundesbeauftragten für den Datenschutz. Welche Folge hätte es denn, wenn der Beauftragte oder die Beauftragte gar kein Interesse daran hat, den Datenschutz durchzusetzen? Also die Frage kommentiere ich jetzt nicht. Also ich mache das jetzt mal Politiker-like. Bei allem, was ich gesagt habe, dass ich es gut finde, dass es Datenschutzbehörden gibt, gibt es Länder wie die USA, wo es vergleichbare Strukturen bisher so noch nicht gibt. Und ich stelle fest, dass wir dort eine sehr starke Bürgerrechtsbewegung haben, die sich des Datenschutzthemas angenommen hat. Ich habe sogar den Eindruck, dass sie in bestimmten Bereichen stärker ist als in Deutschland. Ich finde, die Zivilgesellschaft, diejenigen, die sich für den Datenschutz einsetzen, haben eine ganz große Bedeutung, völlig unabhängig von der Frage, wer ist Bundesdatenschutzbeauftragter und was macht diese Person. Und dementsprechend sage ich, der Ball ist dann bei Ihnen. So, und dann bitte die drei. Hallo, meine Frage ist, inwieweit Sie finden, dass die Aufgabenbereiche des Datenschutzbeauftragten, also auf Bundes- oder Landesebene, und die der Geheimdienstkoordinatoren sich überlappen? Und wenn sie sich überlappen, inwieweit die Datenschützerkompetenzen vielleicht in den Geheimdienstkoordinationsbereich hineinreichen sollten oder eben auch nicht hineinreichen sollten? Also theoretisch überlappen sie sich nicht. Praktisch gibt es sogar Lücken. Ne? Das heißt, es gibt die Situation, dass weder ein parlamentarisches Gremium noch die Datenschutzbeauftragten des Bundes oder der Länder bestimmte Dinge aufklären können. Das halte ich für total unverantwortlich und das muss dringend geändert werden. Zweiter Punkt ist, diese verschiedenen Kontrollgremien müssen miteinander besser verzahnt werden. Das Interessante ist, dass Herr Bundesinnenminister Friedrich, der Geschäftsführende damals noch, ja gesagt hat, er sei dagegen, dass der Bundesdatenschutzbeauftragte so eine Art Überkontrollbehörde wird. Habe ich auch nicht gesagt. Fordere ich auch jetzt nicht. Wichtig ist, dass man die Möglichkeiten, die Datenschutzbehörden haben, vor Ort zu gehen, unabhängig zu sein, stärkt. Das Problem der parlamentarischen Kontrolle, abseits von der Geheimhaltung, der die Tätigkeiten weitestgehend unterliegen, ist doch, dass in den parlamentarischen Gremien sich immer die Mehrheitsverhältnisse widerspiegeln. Und das bedeutet, dass diese jegliche Unabhängigkeit von Vorteil wäre. Und dementsprechend finde ich die Idee, sei das jetzt über einen Bundesdatenschutzbeauftragten und die Landesdatenschutzbeauftragten oder auch über einen unabhängigen Geheimdienstbeauftragten, die Geheimdienstaufsicht zu stärken, diese Idee finde ich gut. Ja, dann die nächste Frage aus dem Internet.
Also ich erlaube mir jetzt einfach mal zwei Fragen zusammenzuschmeißen. Sie sind unterschiedlich, aber die eine ist wahrscheinlich relativ schnell beantwortet. Hätten Sie Ihren heutigen Vortrag auch halten können, als Sie noch im Amt waren? Und wie kommt es, und wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen Datenschutzbehörden und Sicherheitsbehörden? Also, hätte ich das halten können? Ich würde sagen, ja, vielleicht hätte ich die eine oder andere Formulierung anders gewählt, aber im Grundsatz schon. Habe ich im Übrigen auch gemacht. Also vielleicht hat der eine oder andere schon mal bei mir einen Vortrag gehört. Also so unterschiedlich ist das nicht. Zweiter Punkt ist, diese Datenschutzkontrolle im Sicherheitsbereich ist von entscheidender Bedeutung. Das muss gestärkt werden. Da muss es Durchsetzungsmöglichkeiten geben. Auch dort brauchen wir menschenrechtliche Standards, die über ein Territorium hinausgehen. Und da müssen die Datenschutzbehörden dann auch tätig werden. Wenn wir zu einer internationalen Rechtsordnung auch für diesen Bereich kommen, das ist ein ganz langer und harter Weg, da muss man sehr für kämpfen, dann brauchen wir auch sowas, was wir in anderen Bereichen auch haben. Wir haben auf internationaler Ebene Chemiewaffenkontrolleure. Wir haben Kontrolleure, die feststellen, dass spaltbares Material nicht weitergegeben wird. Das läuft auf internationaler Ebene. Sowas brauchen wir beim Datenschutz auch. So, und ich möchte euch dann erneut noch einmal bitten, euch hinzusetzen und nicht stehen zu bleiben in den Gängen oder in der Tür. Und dann würde ich die drei bitten. Sie hatten erwähnt, dass es eine Möglichkeit gibt für die Landesdatenschutzbeauftragten, rechtswidrige Datenverarbeitung zu untersagen. Wo ist der Unterschied zwischen rechtswidriger Datenverarbeitung, die ja schon durch das Gesetz eigentlich untersagt ist, und einer expliziten Untersagung? Das scheint mir halt ein bisschen irgendwie komisch. Aber wo ist da der Unterschied? Naja, das eine ist praktisch der allgemeine Grundsatz, was erlaubt ist und was verboten ist. Das andere ist eine gezielte Verfügung. Da wird gesagt, unter Androhung von Zwangsgeld in Höhe von bla bla bla, musst du bis zum so und so vielten oder so ab sofort die Datenverarbeitung einstellen. Das ist ein Riesenunterschied. Das eine ist die Durchsetzung von rechtlichen Vorgaben, das andere ist die rechtliche Vorgabe selbst, die definiert, was erlaubt ist und was verboten ist. Das heißt, diese rechtliche Vorgabe ist sozusagen der Rahmen, ist das, was die Grundlage des Handelns ist, und diese Verfügung ist ein ganz konkreter Schritt zur Durchsetzung, um jetzt sozusagen das Ganze rund zu machen, und das Bußgeld ist so eine Art Strafe. Ne? Also insofern, dann wird es sozusagen komplett. Vielen Dank. So, dann bitte hier vorne die Eins. Sie haben angesprochen das Arbeitnehmerdatenschutzgesetz. Ja, wichtig. Aber was ist mit Datenschutz für Erwerbslose, für Sozialleistungsbezieher? Wie kann es sein, dass wir uns quasi vor die Wahl gestellt sehen? Gib uns alle deine Daten, gib uns sehr private Daten teilweise, sonst sitzt du nächste Woche oder nächsten Monat auf der Straße. Wie kann es sein, dass der Datenschutz hier gegen die Existenz gestellt wird? Also, das Thema begleitet mich oder beschäftigt mich schon sehr lange. Als diese Hartz-IV-Reformen auf den Weg gebracht wurden, wurde dieses Thema zu einem richtig großen Thema. Ich habe mich dafür eingesetzt, dieses System anders zu gestalten. Ich habe praktisch keine Unterstützung bekommen von der Politik dabei. Es ging eben darum, dass man sagte, naja, wer jetzt Hartz-IV bekommt, also Arbeitslosengeld II, der muss sämtliche andere Einkommensquellen, Vermögensgegenstände, persönliche Verhältnisse offenlegen. Das ist sozusagen das Prinzip, nach dem das gewährt wird. Und da ist man sehr, sehr, sehr weit gegangen. Meine Versuche, das öffentlich zu thematisieren, sind ziemlich gescheitert, bis auf den einen oder anderen kleinen Absatz mal in einem Presseartikel. Ich fand das sehr interessant, welche Datenschutzthemen öffentlich wahrgenommen werden und große Unterstützung bekommen und welche nicht. Zum Beispiel das Kontenabrufverfahren oder die Frage der Kontodaten-CD, die aus der Schweiz kam, wo ich auch datenschutzrechtlich, sage ich mal, starke Bedenken geäußert habe. Da gab es eine ganz breite Unterstützung für derartige Datenschutzbedenken. Beim Thema Arbeitslosengeld II, Hartz IV, war die Unterstützung minimal. Insofern haben wir Gesetze, so
so wenig mir das dann passt, die im Grunde doch sehr, sehr weitgehend gerade die Empfänger von bestimmten Sozialleistungen ja, zu gläsernen Sozialleistungsbeziehern machen. Und das ist eine politische Frage, die man dann eben auch politisch diskutieren muss. Da hat man dann irgendwo als Datenschutzbeauftragter auch keine Möglichkeit, etwas zu bewirken, wenn, sage ich mal, weder der Gesetzgeber noch die Öffentlichkeit das als ein großes Thema überhaupt wahrnimmt. Das tut mir leid, aber es ist leider so gewesen. So, dann nochmal die Ansage, dass für die Leute, die... Dürfte ich noch eine Frage stellen? Da kommen wir gleich dazu. Einen Augenblick bitte. Wir streamen auf jeden Fall den nächsten Talk dann in Saal 2 für diejenigen, die jetzt gerade keinen Platz finden. Wir werden dann drüben auch direkt dann auf Englisch übersetzen. So, dann bitte die 2. Wir haben ja immer noch die Situation jetzt, dass wir im Prinzip ein sehr starkes Datenschutzrecht in Europa haben. Aber Sie haben ja auch gerade vorhin gesagt, in den USA ist das jetzt nicht der Fall. Da ist zwar der zivile Bewegung dagegen deutlich massiver als hier, wie man es auch betrachten möchte, aber die Frage ist ja auch, wir haben immer noch diese verschiedenen transatlantischen Abkommen, wo in unterschiedlichen Umfängen und Mengen die Daten einfach von Europa unmittelbar noch in die USA fließen oder unmittelbaren Zugriff der USA unterliegen. Wie weit kann man sich dagegen überhaupt noch wehren und wie weit sind diese Abkommen dann so gesehen aus datenschutzrechtlicher Perspektive überhaupt gültig oder irgendwie übrigens anfechtbar? Wie sieht es da eigentlich mittelfristig dann aus? Gerade wenn sich jetzt das Datenschutzniveau in Europa ja jetzt andeutet, sich zu harmonisieren. Also ich denke mal, das ist eine sehr, sehr umfangreiche Frage. Ich versuche mal zwei Komplexe oder vielleicht drei in dem Zusammenhang anzusprechen. Der erste Punkt ist, sage ich mal, der alltägliche Datentransfer in die USA. Hier spielt das sogenannte Safe Harbor Abkommen eine sehr große Rolle. Safe Harbor heißt, dass Unternehmen in den USA sagen, dass sie sich zu bestimmten Datenschutzprinzipien bekennen, aber diese Prinzipien sind deutlich niedriger als das europäische Datenschutzniveau. Die Europäische Kommission hat aber im Jahr, ich glaube 2000, akzeptiert, dass das als angemessenes Datenschutzniveau anzusehen ist, sodass der Datentransfer insofern in diesem Bereich stattfinden kann. Allerdings, und das finde ich jetzt sehr beachtlich, durch die Veröffentlichung der letzten Monate ist klar geworden, dass ja amerikanische Sicherheitsbehörden auch auf diesem Weg des Zugriffs auf Server und Informationen, die in den USA sind, sehr viele Daten, die dem europäischen Recht unterliegen, auch und die auf dieser Basis des Safe Harbor Abkommens übermittelt worden sind, im Zugriff haben. Und da bin ich der Auffassung, dass insofern diese Entscheidung hier nicht mehr angewendet werden darf und dass sie auch unbedingt, dass dieses Abkommen unbedingt revidiert werden muss. Leider hat die Europäische Kommission als Ganzes sich noch nicht so eindeutig dazu geäußert. Von Seiten des Europäischen Parlaments sehe ich da viel Unterstützung für diese Forderung. Zweiter Punkt. Es gibt eine Reihe von Abkommen, die von amerikanischer Seite mit Europa geschlossen worden sind, und zwar einerseits mit einzelnen europäischen Staaten, andererseits mit der Europäischen Union als Ganzes. Bei diesen Einzelabkommen sind gerade im Bereich von Strafverfolgung viele Informationen der amerikanischen Seite zugesagt worden, zum Beispiel Fingerabdruckdaten, DNA-Daten. Deutschland hat auch als eines der ersten Länder ein solches bilaterales Abkommen mit unterschrieben. Dieses habe ich seinerzeit sehr scharf kritisiert, aber ohne Erfolg, war im Übrigen unter einer großen Koalition geschehen. Das müsste man entsprechend dann kündigen, gegebenenfalls, wenn man das will. Dritter Punkt sind eben diese Abkommen, die zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten getroffen worden sind. Fluggastdatenabkommen und das sogenannte SWIFT-Abkommen, wo Daten über die Finanztransaktionen in die USA gehen. Hier hat das Parlament, das Europäische Parlament, bei letzterem jedenfalls gefordert, dass das auszusetzen ist. Die Kommission hat meines Wissens das noch nicht gemacht. Insofern kann es sein, dass der Europäische Gerichtshof sich damit beschäftigt. So ist da im Augenblick die Situation. So wie es jetzt ist, kann es sicherlich nicht bleiben, wenn man sich einigermaßen treu bleibt. Kurz. Nur eine kurze Frage, kurz zum zweiten Punkt. Gibt es wenigstens die Möglichkeit, das Bundesverfassungsgericht für sowas anzurufen?
Also da müsste man nochmal schauen, also inwieweit das jetzt noch möglich ist. Also es ist ja ein völkerrechtlich verbindlicher Vertrag. Er hat lange Zeit auf Eis gelegen. Das hatte damals mit dem Hamburger Senat zu tun. Damals waren die Grünen ja im Hamburger Senat und hatten zusammen mit der CDU. Und die haben verhindert, dass die Hinterlegungsurkunde für die Ratifizierung dieses Abkommens hinterlegt wird. Das musste nämlich einstimmig vom Bundesrat genehmigt werden. Aber sie waren dann nicht mehr in der Regierung und dann ist es durchgegangen danach. Also es ist insofern etwas schwierig. Ich weiß nicht, ob man da jetzt noch tatsächlich gegen dieses bilaterale Abkommen etwas machen kann. So, die nächste Frage bitte aus dem Internet. Herr Schaar, können Sie ein Land nennen, bei dem Sie die Umsetzung bzw. die Arbeit des Datenschutzbeauftragten besser finden als in Deutschland? Oder haben Sie ein Vorbild in diesem Sinne? Ach, mit den Vorbildern ist es immer so eine Sache. Also ich finde, wenn man so eine Art Rosinenpickerei vornimmt, dann könnte man das schon machen. Ne? Also zum Beispiel hat Spanien stärkere Durchsetzungsmechanismen. Ne? Also das zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass man von dem spanischen System durchaus profitieren könnte in Deutschland. Wir haben in anderen Staaten teilweise sehr viel besser ausgestattete Datenschutzbehörden. Da könnte man sicherlich auch etwas abgucken. Aber ich habe keine Behörde, wo ich sagen würde, das ist jetzt das Ideal. Da muss man, glaube ich, sehen, dass man insgesamt in Europa auf einen hohen Stand kommt. Deshalb halte ich ja auch diese europäische Datenschutzreform für so wichtig. Okay, dann nochmal für diejenigen, die gerade in den Saal zugestoßen sind. Bitte setzt euch hin, bleibt nicht in Türen und Gängen stehen. Und dann hören wir jetzt die Eins. Ja. Dankeschön. 2000, also beziehungsweise in übermorgen, tritt das neue Gesetz in Kraft, die Datenschutzrichtlinie, die europäische Datenschutzrichtlinie. 2001, also am 1. Januar 2014, tritt das neue Gesetz der... In Österreich. Bitte? In Österreich gibt es da ein neues Gesetz, ja. Aber auf europäischer Ebene... Nein. Findet so, ja, leider nicht. Okay, wäre schön. Ja, wäre schön, aber ist aber nicht. Doch auch, ich würde nicht hier stehen, wenn die Gravitation letztendlich NSU. Wir leben heute, also als Politologe muss ich sagen, ich sehe immer mehr totalitäre Elemente in unserer Gesetzgebung, weil die Grundpfeiler unserer Demokratie, unseres Rechtsstaates, Exekutive, Legislative und Judikative, nicht mehr bestehen. Gerade im Verfassungsschutz, auch Bundesebene jetzt bei uns mit den NSU-Aufklärungen. Es ist wünschenswert, diesen gesellschaftlichen Diskurs zu haben, aber der Ansatz ist falsch. Und ist die Technik daran, also insbesondere der ganze Ansatz ist falsch, der wissenschaftliche Ansatz ist einfach falsch. Die Universitäten, und ich wünsche mir, ich wünsche mir auch die Hochschulen, dieses Dreieck Politik, Industrie und Wissenschaft hat in den Hochschulen nicht zu innovativen Ideen geführt. Ich wünsche mir, dass wir endlich einen gesellschaftlichen Diskurs zum einen zivilrechtlichen Datenschutz haben. Danke. Gut. Ist ja ein Statement, das lassen wir, glaube ich, so stehen. Das lassen wir allerdings so stehen. Danke, Herr Schaar. Sie haben vor allen Dingen mir meinen Job jetzt in der letzten Viertelstunde sehr angenehm einfach gemacht. Ein Riesenapplaus für Herrn Schaar.